herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempelglück. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, im Moment ist Ferienzeit, Urlaubszeit. Strand, Sonne, Meer sind angesagt oder eventuell auch die Berge. Aber ich habe mich jetzt auf das Meer, eingestellt. Und deswegen möchte ich heute eine kleine Strandtasche basteln, die man als kleines Goodie verschenken kann. Zunächst möchte ich dir aber einmal das Designerpapier vorstellen, mit dem ich heute arbeiten möchte. Und zwar ist es dieses hier. Das nennt sich Glück am Haken. Und das ist in Blautönen gehalten. Die Rückseite schaut so aus. Dieses Design werde ich gleich verwenden. Also auch ein Papier, das vielseitig einsetzbar ist. Hier haben wir eine Angel oder ein Angelmotiv. Und hier sind, glaube ich, kleine Krabben. Oder gehe ich mal von aus. Das finde ich auch sehr schön, die Rückseite. Also ein Papier, mit dem man viel anfangen kann. Ja, und die Strandtasche, die ich heute basteln möchte, das ist diese hier. Ich werde gleich ein anderes Design verwenden, aber es geht da so einiges hinein. Ich habe natürlich auch kleine Leckerchen hier drin. Also da kann man ja reinpacken, was man möchte. Ich habe für den Sommer jetzt diese Sonnencreme hineingepackt, einen Labello oder einen Pflegestift für die Sonne und ein paar Leckereien. Es passt da noch mehr hinein, aber ich habe jetzt nur dieses genommen. Diese Strandtasche habe ich vor 2 Jahren gebastelt. Und da habe ich mit dieser Schnur oder mit diesem Band gearbeitet. So geht es auch. Heute nehme ich diese Spreizklammern und ja, diese Variante ist auch etwas größer. So, und dafür benötigen wir für die Grundbox ein Stück Farbkarton in Abendblau mit den Abmessungen 11 x 8 cm. Ein Stück Designerpapier mit den Abmessungen 27 x 10,2 cm. Dann für die obere Umrandung. Man könnte auch hier unten noch die Umrandung hinsetzen. Ich hab mich jetzt nur auf oben konzentriert. Aber wie gesagt, für die Umrandung benötigen wir noch Designerpapier mit den Abmessungen 26,4 x 2 cm. Und dann brauchen wir ja auch noch 2 Henkel. Und die haben die Abmessungen 26 x 1,2 cm. Als erstes fangen wir aber mit der Grundbox an. Da nehmen wir den Papierschneider und falzen zunächst einmal 1,5 cm und zwar rundherum. Ich lege hier wieder rechts an und falze bei 1,5 cm. Und das ist dann auch schon alles. Jetzt nehmen wir unser Falzbein und falzen erstmal die Falzlinien alle nach. Und anschließend müssen wir die Klebelaschen anschneiden. Da schneide ich hier bis zur nächsten Querfalz und schneide auch ein wenig schräg ein. Hier auch. Und auf der gegenüberliegenden Seite machen wir es auch gleich. Und dann können wir die Box zusammensetzen. Da nehme ich jetzt Flüssigkleber. Ich kann mir auch mal meine Matte holen.
damit hier nicht schief geht. Und ich gebe jetzt Flüssigkleber auf die Klebelaschen. Und füge die Box zusammen. Und achte darauf, dass hier eben ein schöner Abschluss ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite machen wir es genauso. Der Kleber braucht ja immer einen kleinen Moment, bis er komplett angezogen ist. Aber so ist es jetzt gut. Das ist also unsere Grundbox. Jetzt nehmen wir unser Designerpapier. Denn das wird jetzt hier rundherum angebracht. Und dafür benötigen wir Klebeband. Ich möchte dieses Design gerne vorne haben. Also muss das Klebeband auf die Rückseite. Und da gebe ich einmal der Länge nach hier Klebeband drauf. Und noch hier seitlich. So, da habe ich nicht ordentlich abgerissen. Da muss ich das Überschüssige nochmal wegschneiden. So, und jetzt können wir nämlich das Ganze hier anbringen. Da nehme ich erstmal die Schutzfolie ab. Hier auch gleich. Und dann fange ich an. Und zwar hier mittig ungefähr gebe ich das Papier auf. Und fixiere es. Und dann gehe ich hier scharf um die Kurve sozusagen. Und bringe das Papier rundherum hier an. Gehe immer hier rüber. Jetzt nochmal um die Kurve oder um die Ecke besser gesagt. Und nochmal hier. Und jetzt hier. Und dann gehe ich hier rein und füge alles zusammen. Jetzt kann ich nochmal mit dem Falzbein rundherum hier hineingehen. Also hier alles andrücken. Und dann passt das auch. Und jetzt füge ich das Ganze so zusammen. Gebe schon mal ein wenig Form hinein. Und das ist im Grunde genommen schon unsere Strandtasche. Jetzt brauchen wir ja hier die Umrandung. Da haben wir ja diesen Streifen und den verwenden wir jetzt dafür. Ich nehme da wieder Flüssigkleber. Ja, ich habe mich, wie gesagt, für dieses Design entschieden. Ich fand, das passt ganz gut. Und wie gesagt, jetzt kommt hier überall Flüssigkleber rauf. Und dann können wir das Ganze anbringen. Na, mal gucken. So. Und ich fange hinten an, wo es sich hier überlappt. Und da setze ich dann meine Bordüre sozusagen rauf oder an.
drückt gleich so ein bisschen hier fest. Hier gehe ich schon mal in die Ecke hinein. Ja, und das geht hier wunderbar Schritt für Schritt. Und hier auch noch mal in die Ecke rein. So. Und dann haben wir es geschafft. Die Bordüre ist angebracht. Und jetzt müssen wir noch unsere Henkel anbringen. Da haben wir ja diese beiden Streifen. Die müssen, das habe ich vergessen, links und rechts jeweils bei einem Zentimeter nochmal gefalzt werden. Das können wir hier schnell mal nachholen. Also links und rechts, ein Zentimeter, lege ich wieder hier rechts an. Hier auch. Und mit dem anderen genauso. Weil das hilft uns nachher, die Henkel schön gleichmäßig anzubringen. Jetzt nehme ich mein Falzbein und gebe ein bisschen Form schon mal hinein. Hier auch. Nur ganz leicht. Und jetzt können wir auch hier schon mal an den Falzlinien das Ganze nach innen klappen. Hier auch. Und wir setzen unsere Henkel jetzt hier an. Und zwar mit, ja, ich mache es gleich mit unserem Klebeband. Also so ungefähr Pi mal Daumen mache ich das. Du kannst es natürlich auch exakt ausmessen. So, dafür nehme ich jetzt unseren Klebeabroller und zwar den starken. Ich nehme nochmal meine Klebematte oder Unterlage. So, und dann gebe ich hier Kleber rauf. Hier auch. Und kann das Ganze jetzt hier schon mal anbringen, so wie ich meine, also ungefähr, also da, wo die Falzlinie ist, das ist dann die Oberkante. Dafür haben wir die gezogen. Das ist eine gute Hilfe, finde ich, um das alles exakt anzubringen. So, das hält. Den ersten Henkel haben wir jetzt angebracht. Jetzt kommt der zweite. Und die Seite auch nochmal. Und das kommt jetzt hier hin. Einmal andrücken. Jetzt flutscht es mir hier weg. So. Und unsere Tasche ist schon mal fertig. Also man kann, das muss ja nicht nur eine Strandtasche sein, sondern man kann sie ja auch anders dekorieren mit anderem Designerpapier. Und dann ist es eben eine ganz normale Tasche. Und nun brauchen wir eine Lochzange, denn wir wollen dieses Mal mit Spreizklammern arbeiten. Das finde ich ganz praktisch. Und da gehe ich hier einfach rein und schaue so ungefähr, wo ich das Ganze ansetzen möchte. Hier gehe ich, glaube ich, so rein.
gucke, dass es in etwa die gleiche Höhe hat. Man kann sich das auch alles exakt, sag ich mal, einzeichnen. Ich mache es jetzt Pi mal Daumen und jetzt haben wir hier zwei Löcher. Und wir nehmen jetzt unsere Spreizklammern. Ich nehme die weißen. Und dann kommt das Ganze hier rein. Na, so rum ist besser. Und dann halten die Henkel auch wirklich bombenfest. Drück das Ganze nochmal an. Dann die nächste. Und auch hier nochmal alles schön andrücken. Und fertig ist unsere Vorderseite. Und bei der Rückseite machen wir es jetzt genauso. So, ich habe jetzt alles angebracht. Jetzt können wir hier auch einen kleinen Stein hinaufsetzen. Das habe ich hier auch getan. Und zwar haben wir die In-Color-Farben hier. Also das sind die runden Akzente In-Color, die 9. Und da nehme ich jetzt einfach mal, na, wo geht's auf? Ach da, in Boho Blau. Die Steine, die gefallen mir ganz gut. Und die setze ich mir auf die Spreizklammern. Wenn sie dann wollen. So, einmal hier rauf. Und das mache ich jetzt auf allen 4 Spreizklammern so. So, unsere Deko ist jetzt erledigt. Ich habe überall die Akzente gesetzt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch hier weitere Deko. Und zwar habe ich hier mit dem Stempelset Beauty of the Deep gearbeitet. Das ist dieses hier. Da gibt es diesen Anker, den fand ich jetzt ganz toll und passend für den Strand. Und den müssen wir einmal stempeln. Ich habe hier noch einen Farbkartonrest. Wir nehmen das Stempelkissen in Abendblau. Und das Motiv. Und dann einmal abstempeln. Hier habe ich mit Farbkarton in Vanillepur gearbeitet, weil das auch in diesem Designerpapier mit drin enthalten ist. Hier nehme ich jetzt einfach Grundweiß, auch wenn hier oben Vanillepur ist, aber das kannst du ja noch selbst entscheiden. Also ich, wie gesagt, nehme jetzt den Farbkarton in Grundweiß und der Anker wird gleich mit den Stanzformen Unterwasserwelt ausgestanzt. Ich benötige aber weiterhin da einen Kreis auch noch als Untergrund für den Anker und dann nehme ich wieder Farbkarton in Grundweiß und die Stanzform Basics mit Pep. Und dafür brauchen wir natürlich unsere Stanz- und Prägemaschine. Die habe ich hier. Als erstes nehmen wir die Grundplatte, dann die Zusatzplatte, eine Acrylplatte. Und wir können einmal den Kranz, den Kreis ausstanzen und unseren Anker. Den ich mir aber erstmal hier mit Washi-Tape fixieren werde. So. Und dann können wir gleich das Ganze durchnudeln.
Dann schauen wir mal, ob alles geklappt hat. Da ist der Kreis. Und hier haben wir den Anker. Den Kreis möchte ich allerdings jetzt noch einmal prägen. Das habe ich hier auch gemacht. Und zwar mit der Prägeform gedrehte Seile. Das ist diese wunderschöne Prägeform. Und da lege ich mir jetzt den Kreis rein. Und wir brauchen unsere Grundplatte dafür. Die Prägeform kommt jetzt hier rein. Und dann die Zusatzplatte 4. Und die Stanz- und Prägemaschine kann jetzt weggestellt werden. Hier haben wir unseren geprägten Farbkarton. Und wir können jetzt hier noch den Kreis, wer möchte, mit einem Fingerschwämmchen. Und ich glaube, ich nehme Boho Blau. Noch einmal das Ganze hier umranden, also betupfen. Aber das muss man nicht, nur wer möchte. So, und jetzt müssen wir unseren Anker noch anbringen. Dafür brauchen wir Dimensionals. Und dann nehme ich für den Anker jetzt die kleinen. Das ist ganz praktisch. Hier einen hin, da und da oben noch. Und dann reicht das. Ziehe ich mir nochmal die Schutzfolie ab und setze mir den Anker hier rauf. So. Und für den Kreis nehme ich die großen Dimensionals. Schutzfolie wieder abziehen und dann können wir uns das Motiv hier raufsetzen. Und fertig ist unsere Strandtasche. Es sieht doch cool aus. Diese beiden Varianten. Ich habe jetzt Sonnencreme nur einmal, aber ja, das passt da halt alles rein. Genauso wie bei der anderen. Noch ein paar oder ein bisschen Nervennahrung. So, und wenn man möchte, kann man natürlich auch noch einen netten Spruch hier anbringen. Ich habe es jetzt ja, so ein bisschen minimalistisch gehalten, weil mir das sehr gut gefallen hat. Das war unser heutiges Projekt. Ja, wir sind fertig mit dem heutigen Projekt. Und diese Strandtasche eignet sich zu dieser Jahreszeit einfach toll. Und ist eben ein super kleines Mitbringsel. Ich hoffe jedenfalls, dass du Spaß hattest beim Zuschauen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls du in den Urlaub fährst, wünsche ich dir natürlich einen ganz, ganz tollen Urlaub. Gute Erholung. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss!